Hallo, guten Morgen. Ich bin ja ein bisschen was am Rumspielen. So, es ist lustig, was man da alles machen kann. Hallo, hallo. Ja, ich wollte mal kurz euch noch ein paar Insights geben. Denn der analytische Verstand, der ist bei ganz, ganz vielen von uns ausgeprägt. Und vor allem, sag ich mal, bei den Leuten, die ja, beruflich darauf getrimmt worden sind, wirklich die Sachen zu analysieren, Ursache und Wirkung zu analysieren, herauszufinden, wie die Sachen denn funktionieren, wie was zusammenhängt, welche Einflussfaktoren man rausnehmen kann und verändern kann, damit man ein anderes Ergebnis bekommt. Und ich spreche jetzt genau diesen Leuten, die sich immer wieder fragen, wie geht das? Wie hängt das zusammen? Wie funktioniert das? Und die einfach Antworten brauchen. Die Antworten brauchen, damit sie sich an einem neuen System, an neuen Zusammenhängen orientieren können. Und es ist so, so wichtig, weil wenn du das nicht hast, dann gehst du halt immer wieder in deinen Ursprungsmodus zurück. Was ist dein Ursprungsmodus? Dein Ursprungsmodus ist einfach all diese Programmierungen, die du mitbekommen hast im Laufe deines Lebens, im Laufe deiner Lebzeit, all diese Assumptions, also all diese Schlussfolgerungen, die du immer gemacht hast, oder? Wenn das so ist und das so ist, dann ist folglich so. Ja, das ist eine Schlussfolgerung. Wenn ich das mache oder wenn ich diese Entscheidung treffe, dann gibt es diese Konsequenz. Ja, das sind diese wichtigen Schlussfolgerungen. Und von diesen Schlussfolgerungen haben wir unendlich viele und die scheinen tatsächlich in Stein gemeißelt zu sein. Und diese in Stein gemeißelten Schlussfolgerungen, die bilden eigentlich unser Unterbewusstsein. Und unser Unterbewusstsein, hallo Myriwet, unser Unterbewusstsein führt uns durchs Leben. Und diese in Stein gemeißelten Schlussfolgerungen in unserem Unterbewusstsein, die gilt es zu erkennen und vor allem zu erkennen, wo sie uns hinführen. Und wenn wir diese Schlussfolgerungen nicht verändern, dann werden wir auch die Ergebnisse nicht verändern. Eine klare Schlussfolgerung, die einfach in unserem Kollektivbewusstsein so präsent ist, ist die Schlussfolgerung, dass du dich anstrengen musst, dass du dich bemühen musst, dass du richtig schwitzen musst, dass du richtig Gas geben musst, damit du Erfolg erzielst. Was auch immer für ein Erfolg du dir wünschst, hast du da ganz bestimmte Muster drin. Erfolg in einer Beziehung. Wann hast du Erfolg in einer Beziehung? Wenn die Beziehung liebevoll ist, wenn die Beziehung unterstützend ist, wenn die Beziehung in Harmonie ist, dann hast du eine erfolgreiche Beziehung. Und jetzt stellst du dir immer wieder die Frage, was muss ich dafür tun? Was muss ich dafür tun, damit ich eine erfolgreiche Beziehung habe? Und diese Frage ist komplett daneben. Weil die richtige Frage, die zu stellen ist, ist, wer muss ich sein, damit ich eine erfolgreiche, also erfolgreich definierst du natürlich, damit ich eine erfolgreiche, damit du eine erfolgreiche Beziehung hast. Wer musst du sein? So, und das ist eine ganz andere Frage. Und dein analytischer Verstand, der muss diese Frage lernen. Der muss lernen, diese Fragen zu stellen, anstatt sich die Frage zu stellen, was muss ich machen? Das ist in uns tief eingedrungen, diese Frage, was muss ich anders machen?
Aber das ist die komplett falsche Frage. Die kannst du streichen. Du musst dich nur noch fragen, wer muss ich sein, damit ich das habe, was ich mir wünsche. Und dazu musst du erstmal deinem analytischen Verstand die Erlaubnis geben, dass er sein darf oder dass du sein darfst, dass du hier in diesem Leben sein darfst, wer du willst. Dass du nicht der sein musst, den andere immer in dir gesehen haben oder diejenige sein musst, die andere in dir gesehen haben. Du musst deinem analytischen Verstand ganz klare Anweisungen und Mitteilungen und Begründungen geben. Weil wenn er keine Begründung hat, dein analytischer Verstand, dann glaubt er lieber das, was er bis jetzt geglaubt hat. Und bis jetzt hat er oftmals geglaubt, dass es erstens darum geht, etwas anderes zu machen, in erster Linie, um etwas anderes zu erreichen. Das wird dir überall auf dieser Welt wird dir suggeriert, dass es daran liegt, was du machst. Und ich bin mein ganzes Leben lang unterwegs gewesen mit meinem analytischen Blick und habe immer versucht zu schauen, was machen die anders, diejenigen, die die Dinge haben, die ich mir wünsche. Ich bin immer rumgelaufen mit einer Bewertungsbrille, mit einer Analysebrille und habe immer versucht zu analysieren, was machen die Menschen anders, die das haben, was ich möchte. Und dann habe ich geschaut, was die machen, wie die leben und habe versucht herauszufinden, wie die die Welt sehen. Ich habe versucht herauszufinden, was ist die Zauberformel. Und die Antwort ist, sie machen nichts anders, sondern sie denken und sie fühlen anders. Die Menschen, die andere Ergebnisse haben als du, die sehen sich selbst anders. Die sehen die Welt anders. Die fühlen sich anders, die fühlen sich anders in anderen Situationen, ja? Wenn zum Beispiel, ich versuche jetzt Beispiele zu nennen, wenn zum Beispiel dein Partner dich nicht gerade beachtet oder dir nicht zuhört oder dich von dir abwendet, dann kannst du dich fühlen, wie du möchtest. Wenn dein Business gerade nicht gut funktioniert oder wenn irgendein Angebot nicht akzeptiert wird, das du machst, ja, du entscheidest, wie du dich fühlst. Und ein erfolgreicher Mensch fühlt sich in dieser Situation anders. Der fühlt sich trotzdem noch erfolgreich, während ein Mensch, der vielleicht nicht Erfolg hat mit seinem Business, sich in dieser Situation ignoriert oder als Versager fühlt. Ja? Und das sind diese wichtigen Unterschiede, die es gilt zu erkennen. Was musst du fühlen? Wie musst du die Welt sehen? Wer musst du in dieser Welt sein, damit du das Leben leben kannst, das du dir wünschst? In einer finanziellen Situation, die du dir wünschst. In einem Körper, den du dir wünschst, mit Mitmenschen, die du dir wünschst. Und es fängt alles bei dir an. Und dein analytischer Verstand, der muss diese Zusammenhänge verstehen, weil sonst kann er nicht nach den neuen Regeln dich führen, dich anleiten. Sonst kommt dein analytischer Verstand immer wieder und macht dir Salz in die Suppe, und zwar zu viel Salz in die Suppe, mit seinen alten Überzeugungen, mit seinen alten Lebensweisheiten, mit seinen Lebensregeln, die dich dorthin geführt haben, wo du jetzt bist, wo du aber vielleicht nicht mehr sein möchtest. Und das ist so, so wichtig. Sind einfach diese zwei Ebenen, auf denen du arbeiten musst. Und das ist diese Verstandesebene, das ist diese analytische Ebene, das ist in deiner Denkebene.
und es ist in deiner energetischen Ebene. Diese zwei Ebenen bedingen sich, aber du kannst auf beiden Ebenen ansetzen. Und es muss so sein, dass du auf beiden Ebenen gleichzeitig arbeitest, damit du gute Ergebnisse erreichst, damit du schnelle Ergebnisse erreichst. Und diese Denkkonzepte in dein Unterbewusstsein reinzubringen, dazu braucht es ein klares Konzept mit Begründungen, sodass dein analytischer Verstand nicht mehr sagen kann, ja, aber es ist doch anders. Den analytischen Verstand ins Boot zu bringen, damit meine ich, es ist eine ganz große Arbeit, dir ein neues Lebenskonzept zurechtzulegen, nachdem du immer unausweichlich arbeitest. Und wenn dein automatischer Verstand oder dein Unterbewusstsein noch hochkommt mit Sachen, die deinem Lebenskonzept, deinen Lebensüberzeugungen, deinen Denkweisen nicht entsprechen, dann kannst du sie berichtigen. Ja? Das ist wirklich dein Sein, dein Wesen. Das ist wie ein großes Unternehmen. Du kannst dich selber führen wie ein großes Unternehmen. Wenn deine Mitarbeiter nicht nach den Anweisungen handeln, die du ihnen gibst, damit dein Unternehmen erfolgreich ist, damit dein Unternehmen so funktioniert, wie du es möchtest, dann wird es nicht funktionieren. Dein Unternehmen muss so funktionieren, wie du es sagst, wie du es möchtest. Und genau so ist es auch im Kleinen bei dir. All deine Gedanken, all deine Überzeugungen, die müssen auf den Erfolg getrimmt werden, den du haben möchtest. Und wenn da irgendwelche Querschläger sind, dann musst du die trainieren, dann musst du die schulen. Und diese Querschläger, das sind einfach Ängste, ängstliche Vorstellungen, Zusammenhänge, die du dir einfach mal eingebrannt hast. Wenn das so ist, dann ist es so. Aber all das ist nicht unwiderruflich. All das, jede einzelne Komponente, die kannst du verändern. Aber es ist einfach wichtig, dass du anfängst, es zu tun. Dass du wirklich da anfängst, mit einem klaren Konzept zu arbeiten, an das du dich hältst. Und da meine ich zum Beispiel, wenn es dein Thema ist, also mein Thema ist einfach Gesundheit und Reichtum. Und diese beiden Themen sind sowas von zusammenhängend. Ein kranker Mensch lebt im Mangel. Ein armer Mensch lebt im Mangel. Und so hängt es einfach zusammen. Und wo ist der Mangel? Wo ist diese Mangelpersönlichkeit? Wo sind diese Mangelüberzeugungen? All das ist einfach zu verändern. Du brauchst ein Fülle-Konzept, wenn du in Fülle leben möchtest. Und du musst dein Mangelkonzept komplett ablegen. Und alle Mangelvorstellungen, alle Mangelüberzeugungen, alle Mangelängste, hallo Ariane, alles, was in deinem alten Mangelkonzept war, darfst du verändern zu deinem Fülle-Konzept, in deine Fülle-Vorstellungen. Es ist so, so wichtig, wirklich konzeptionell vorzugehen, weil alles hängt zusammen. Und wenn du deine Weltansicht nicht veränderst, dann kannst du auch nicht einzelne Gedanken oder einzelne Überzeugungen verändern. Wenn du Zusammenhänge, die für dich logisch sind, also Überzeugungen, Zusammenhänge, du hast immer wieder erfahren, zum Beispiel in einer
Situation mit deinem Partner. Wenn ich das und das mache, dann reagiert er so und so. Das hast du irgendwann mal drin. Du weißt, was gut ankommt bei deinem Partner und du glaubst, es liegt daran, weil bei deinem Partner eine gewisse Handlung, ein gewisses Wort oder ein gewisser Vorschlag gut ankommt. Und dann ist in deinem Unterbewusstsein ist einfach ganz klar gespeichert, wenn ich ihm das und das sage, wenn ich ihm so und so begegne, dann reagiert er positiv. Und das ist nicht wahr. Weil du denkst, respektive dein Denker, dein Verstand denkt, der hat sich das ein paar Mal so ausgedacht, ja, dass wenn du so und so sprichst oder dass wenn du so und so argumentierst, dass du dann, hallo Maria, dass du dann zum Ziel kommst. Aber das ist nicht die Wahrheit. Du kommst nicht wegen deiner Worte zum Ziel. Du kommst nicht zum Ziel, weil du das Richtige zum richtigen Moment sagst. Du kommst dann zum Ziel, wenn du die Richtige bist. Wenn du die Richtige bist, wenn du diejenige bist, die von ihrem Partner unterstützt wird. Wenn du diejenige bist, die vom Leben unterstützt wird. Wenn du diejenige bist, die alles haben darf, was sie möchte. Wenn du diejenige bist, die bedingungslos freudig und erfolgreich ist. Wenn du als diejenige auf deinen Partner oder auf irgendjemanden zugehst, dann wirst du das erreichen, was du erreichen möchtest. Und es geht ja nicht mal darum, dass du etwas erreichen möchtest, sondern dass du etwas kreieren möchtest, dass du eine Situation kreieren möchtest, dass du ein Ergebnis kreieren möchtest. Und das sind diese tricky Geschichten, ja, die sich so eingeschlichen haben. Ja, ich habe das und das gesagt und dann hat er so und so oder dann hat sie so und so reagiert, probiere ich es nochmal genauso. Und es geht nicht. Und dann denkst du dir, wieso jetzt? Der hat doch letztes Mal, als ich das Gleiche gesagt habe, hat er doch positiv oder hat sie doch positiv reagiert. Und jetzt? Was ist es? Was ist es für ein Depp? Oder was ist, wie doof ist die? Jetzt sage ich genau das Gleiche und es kommt eine ablehnende Reaktion. Der weiß ja wohl nicht, was er will. Die weiß ja wohl nicht, was er will. Soll sich doch mal klar machen. Letztes Mal war das ja gut so und jetzt gefällt es wieder nicht. Ja, so denken wir. Aber es liegt nicht daran, dass dem anderen letztes Mal das Gleiche super gut gefallen hat, was du vorgeschlagen hast und jetzt kommt Ablehnung. Das liegt nicht an dem, was du sagst. Es liegt nicht an der Tatsache, über die gesprochen worden ist. Es liegt daran, wer du bist, wer du warst. Du musst dich immer fragen, wer war ich, als ich das letzte Mal, keine Ahnung, über den Traumurlaub gesprochen habe und er war total begeistert oder sie war total begeistert und wir haben zusammen geträumt und uns drauf gefreut. Jetzt komme ich wieder und versuche das gleiche Thema anzusprechen, weil ich so gerne nochmal Pläne schmieden würde für unseren nächsten tollen Urlaub und jetzt kommt nur Ablehnung. Das liegt nicht an dem anderen. Das liegt an dir. Das liegt daran, dass du im Mangel dorthin gegangen bist und mit der Vorstellung dorthin gegangen ist, oh mein Gott, jetzt muss ich den anderen irgendwie abholen, dazu bringen, dass er mit mir den Traumurlaub plant. Mangel. Mangel hoch 2000. Weil du gehst davon aus, dass der andere irgendwie jetzt gerade nicht in Traumurlaub-Planmodus ist. Aber das ist nicht dem anderen seine Schuld. Das hast du entschieden. Du entscheidest jedes Mal, wie du etwas angehst. Du entscheidest jedes Mal, als wer du etwas angehst. Und damit entscheidest du jedes Mal für deine Energie. Und damit entscheidest du jedes Mal, was für ein Ergebnis du haben möchtest. Und das Fiese an der ganzen Geschichte ist, dass wenn du es einmal richtig getüpft hast,
Das ist Schweizerdeutsch. Also wenn du es einmal richtig erreicht hast, in deiner Energie, deine Vorstellung von der Situation jetzt und von deinem Ergebnis, wenn es einmal super geklappt hat, dann reicht es nicht. Sondern du musst konsistent diese Person sein, die die Dinge erreicht, die sie haben möchte. Die in Alignment, also die in Verbindung, die in Ausrichtung mit dem gewünschten Ergebnis ist. Die Person gilt es in dir zu erschaffen. Und diese Person hat einen analytischen Verstand. Und den kannst du nicht ausschalten, den kannst du nicht verdammen, sondern den kannst du nur ins Boot holen. Mit den richtigen Vorgaben, mit den richtigen Regeln. Und diese falschen Regeln, ja, die laufen so schnell ab. So schnell kannst du gar nicht schauen, wenn da wieder die Regel kommt, was muss ich sagen, wie kann ich überzeugen, mit welchen Worten kann ich kontrollieren und manipulieren, mit welchen Sanktionen sogar kann ich etwas erreichen. Das geht nicht. Das geht nicht im Kleinen. Das geht nicht von Mensch zu Mensch, das geht nicht von Mensch zu Audience, das geht einfach nicht. Und deswegen, wenn wir solche Dinge noch weiter glauben, dann glauben wir halt weiter noch, dass das Leben anstrengend ist und dass es darum geht, dass wir etwas tun und zwar etwas anders tun. Und letztendlich werden wir die Dinge anders tun. Aber nur, weil wir anders sind. Aber nur, weil wir andere Überzeugungen haben über uns, über die Lebensregeln, nach dem, was das Leben funktioniert. Weil wir anders überzeugt sind, weil wir wissen, wo die Power wirklich liegt. Wo wirklich die Power in der Energie liegt. Wie wir die Energie nutzen können, respektive wie wir die Energie einstellen können. Ja, als energetische Wesen müssen wir auf energetischer Ebene funktionieren. Und wir sind nun mal energetische Wesen. Alles, was sich draußen als Materie zeigt, also als Leben, hallo Klaus, dich habe ich gar nicht gesehen, als Leben, jetzt sehe ich dich, alles, was sich draußen zeigt, das kommt nur aus dem Innen. Und ich habe gestern zum Beispiel so ein tolles Speech noch gehört von Eckhart Tolle. Es hat mir total gut gefallen, dass er die horizontale Welt oder nee, Dimension, die horizontale Dimension, also hier so, und die vertikale Dimension gesehen hat. Also quasi wie ein Kreuz. Und das, was wir sehen, ist die horizontale Dimension, die aber aus der vertikalen, also aus unserer inneren Dimension entstanden ist. Also die Reflexion im Außen nennt Eckhart Tolle die horizontale Dimension. Und die horizontale Dimension ist das Ergebnis unserer vertikalen Dimension. Und Teil unserer vertikalen Dimension ist einfach unser analytischer Verstand. Und dass der so informiert, programmiert wird, dass er einmal wirklich versteht, dass die horizontale Dimension, also das, was du im Außen siehst, dass das tatsächlich nur in dir im Inneren entstanden ist. Und dass es deswegen da ist, in der Art und Weise, wie es da ist, weil du es so beurteilst. Und das ist diese große, große Freiheit. Wir können nie aufhören zu beurteilen. Wir werden immer irgendwie beurteilen. Aber wir können uns aussuchen, wie wir beurteilen.
Weil etwas entsteht ja nur durch seine Beurteilung. Also ist es so immens wichtig zu erkennen, was wir beurteilen. Und es ist so immens wichtig auch zu erkennen, dass wir Beurteilungsmuster haben, die uns beigebracht worden sind und die uns auch immer wieder gezeigt werden. Und dass es eine großartige Entscheidung braucht, aus diesen Beurteilungsmustern herauszutreten und die Dinge anders zu beurteilen und die Welt anders zu sehen. Das ist auch eine Beurteilung. Wie beurteilst du die Welt? Ist die Welt etwas, was in dir entsteht, oder ist die Welt, ist es außen etwas, auf was du reagieren musst? Oder musst du gar nicht reagieren, sondern kreieren? Ja, das sind so weitreichende Entscheidungen, über die du dir klar werden musst, wenn du Schöpfer sein willst, wenn du das Traumleben haben möchtest. Ja, ihr Lieben, mein Sohn hat wieder seinen Schlüssel nicht mitgenommen. Ich finde es ein wahnsinnig wichtiges Thema, sich mit seinem analytischen Verstand, mit seinen Überzeugungen auseinanderzusetzen und dieses ganze Große zu verstehen. Und wenn du dieses Große verstanden hast, dann weißt du, dass alles nach dem gleichen Prinzip funktioniert und dass auch dein Körper, wenn wir wieder auf die Gesundheit rausgehen, dass auch dein Körper nach diesem Prinzip funktioniert. Und ich bin auch immer wieder abgewichen und habe gesagt, ja, das, nee, es muss doch anders sein und so weiter und so fort. Und es ist nicht anders. Es gilt für alles genau gleich. Geld, Körper, Leben, Beziehungen. Es gibt eine einzige Regel. Und das ist die Regel, dass du alles machst. Du kannst alles verändern. Deinen Körper, deine Gesundheit. Alles. Und das ist so geil. Und dem auf die Schliche zu kommen und diese neuen Regeln zu implementieren und zu fühlen und zu leben, das macht doch riesigen Spaß. Also ihr Lieben, jetzt muss ich die Tür aufmachen, sonst hört er nicht auf zu klingeln. Bis dann. Tschüssi.